Hallo Leute, es ist dunkel und ich beginne die Aufnahme mal jetzt im Dunkeln, weil ich konnte nicht durchschlafen. Wenn es gleich Action ist, dann seht ihr die wenigstens auch. Okay, aber war alles nur Fehlalarm. Ja, willkommen zurück zu The Forest. Boah, jetzt gewittert's aber. Finde ich aber gar nicht mal so schlecht. Ich habe nämlich immer Durst nach dem Aufstehen. Nach der langen Nacht im Dschungel und das Essen wird auch ein bisschen wenig. 4 habe ich noch da hängen. 4 Einheiten. Hier habe ich leider nichts. So, und ich hatte ja beim letzten Mal noch hier die Leiche da liegen. Oder anderthalb. Wenn die jetzt noch da sind, wäre es nicht schlecht. Genau. Weil auf jeden Fall muss ich gucken. Wir wurden ja das letzte Mal hier wieder überrascht. Zwar einmal von drei solchen Handlampen hier. Die haben uns von da hinten entdeckt und sind hierher gesprintet gekommen. So, Arm ab. Nee, weg damit. Arm, da brauche ich auch nicht mehr. Gibt es denn hier nicht sowas wie Lagerboxen? Hier kann ich die Haie mitfüttern. Den Kadavern. Da hinten ist schon einer. Weiß nicht, ob die tatsächlich vielleicht sogar dadurch hierher kommen. So, und das war aber nicht. Oh, oh, Vogel. Ach, da liegt ja noch der andere. Gibt es eigentlich Lagerboxen? Also. Irgendwas. Ich guck mal eben durch. Stickholder. Waffenschrank, Medizinschrank, Snackbar, Explosives. Nö, leider nicht. Ich weiß ja nicht, wo man hier dieses Band herkriegt, ne? Und auch Farbe hier. Also sieht aus wie so ein Farbpinsel. Was ist denn eigentlich das? Ah, okay, dann kann ich wohl selber. Nee, natürlich nicht. Ah, da kann ich selber eine Wand ziehen. Ja, das ist aber nicht schlecht, weil das hier, ne? Ich finde aber, man kann es jetzt hier nicht mehr ändern. Dann mache ich es da auf jeden Fall. Drehen. Warte mal, das sehe ich doch von hier eigentlich viel besser. Mache ich den auf jeden Fall so hier rein, damit es irgendwie wieder ausgeglichen ist, weil. So, der ist noch an, ne? Wollten wir mal den hier oben anschauen. Also den Effigies. Boah, ist aber sehr windig. Und da läuft schon wieder jemand da hinten lang. Eins, zwei, drei Stück. Kann das vielleicht sein, dass es die eher anlockt? Diese Effigies. Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Aber ich habe keinen Bock zu kämpfen. Und hier habe ich auch nichts, wo ich abholzen kann. Hä? Komm da hinten. Nee. Das sah jetzt nur so aus, aber ich weiß nicht, ob die von hier oben jetzt hier runterkommen. Das wäre auch echt geil, wenn ich mal sowas wie einen Bogen hätte. Nicht immer auf Nahkampf gehen muss. Beweg mich mal ganz vorsichtig hier außen lang. Da oben sind die auch teilweise. Geduckt zu laufen.
Also, wie es aussieht, haben die das Effigy zerstört. Dann kann es natürlich sein, dass sie sich deswegen nur hierher trauen überhaupt. Deswegen mache ich hier einfach wieder das so ein kleines hin. Oder dieses Small, nee, das kann ich ja eh nicht fertig machen. Also hier irgendwo stand es doch. Boah, jetzt habe ich gedacht, dass da einer guckt. Nein, da fehlt mir jetzt ein Kopf. Den konnte ich aber wahrscheinlich nicht mehr aufheben unten. Oder habe ich den letzten? Nee, ich habe ja noch eine komplette Leiche da. Ach du Scheiße. Verpiss dich. Alter. Was macht der? Kann der das angreifen? Je. Oh je, und ich habe ja nichts an Waffen. Abhauen. Wow. Ach du Scheiße, das überlebe ich doch nicht. Das überlebe ich nicht. Ich brauche einen Speer oder sowas in der Art. Auf jeden Fall was zu essen. Oh, wieso ist denn jetzt noch da unten meine Brücke nicht fertig? Wo ist es hin? Es ist einfach. Ja, guck mal, das ist bestimmt das hier zusammengeschrumpelt. Hä, wo. Aber ehrlich mal, wo ist denn das hin? Da draußen wieder? Okay. Es zieht sich zurück. Aber das gefällt mir natürlich gar nicht. Wo ist denn hier die Leiche jetzt? Hat er die mitgenommen? Ah, das kann sein, dass die mitgenommen hat. Jetzt kann ich da oben gar nicht das Effigy bauen. Ist er weg? Aber hier ist ja auch kein Holz. Ich versuche mal den hier abzubauen. Ich hätte schon gerne intakte Mauer. Ich weiß nicht, ob das hier so ein Armsie war, was die Mauer vielleicht sogar zerstören kann. Aber hat er eigentlich ja nicht gemacht. Boah, Vorsicht. Vielleicht mal gucken. Dass er jetzt. Boah. Nicht, dass es. Das lockt ja wohl auch an, die Geräusche. Boah, es wird Zeit, dass ich hier hinten meine Festung baue. Auf der Insel. Weil durch Wasser habe ich sie noch nicht gesehen. Also nicht schwimmen, nicht gehen, nur durch Baggen habe ich sie mal gesehen. Ganz am Anfang damals. Und sind die dann auf dem Grund des Wassers rumgelaufen. So wie da hinten, als wir mal so ein bisschen erkundet haben. Da gab es ja auch so eine Stelle, die noch ein bisschen grafisch mäßig verbuggt war. Aber sonst ist die Stelle doch hier nicht schlecht, ne? Ich glaube, ich werde hier trotzdem weiterhin bauen. So, Custom Building. Plattform. Bisschen zu weit. Ah, nee, ich war schon richtig. Die muss ja. Oh, das war ja zu weit. Er soll schon etwas in etwa gerade sein. Das lasse ich jetzt so. Boah, das Spiel, ey. Heftig. Ich habe auch keinen Bock auf Höhle, also noch nicht. Das ist meins, mein Effigy, mein Totem.
So, ich wollte einen Schädel holen, aber dann war das Teil hier um die Ecke. Guck mal, ob ich es von hier oben sehen kann. Aber erstmal hier. Okay, die Falle ist noch intakt. Scheint sich tatsächlich zurückgezogen zu haben. Und ich will immer. Was? Oh. Ich will immer so nah wie möglich an meinem Vor da unten Bäume fällen. Ah, da fällt mir gerade ein, ich könnte auf die Brücke, wenn es möglich ist. Wo soll ich den vorhin erschlagen? Noch einer. Oh, da ist schon wieder ein Gegner. Ja, ein Gegner ist da, aber. Mann. Der könnte sogar hier reinspringen, oder? Wenn er lebensmüde ist. Ach, das ist der. Wo ist der denn lang gelaufen? Was hat der denn für eine Tour gemacht? Muss wissen, wie diese Waffen funktionieren. Steht er dahinter? Nee. Und schnell zurück. Ja, ich brauche unbedingt Waffen, aber richtig harte Waffen. Ein Bogen, am besten auch explosives Zeug, aber dazu brauche ich auch erstmal die ganzen Crafting-Items dafür. Wenn ich mir erstmal was zum Schlafen auf der Insel mache, sowas Einfaches. Was kann man denn als Einfaches machen? Ja. Das hier. Das habe ich auch beides im Inventar. Das ist halt nur ein temporäres, aber wäre möglich. Das Problem ist, hier gibt es Haie. Weil ich jetzt gerade keinen sehe. Dann mal los. Ja, hier ist ein Vogel unter Wasser. Cool, ne? Ich denke, hier bin ich schon relativ sicher. Boah, ist recht groß sogar die Insel. Vorne sah die ja eigentlich kleiner aus. Aber wenn ich mir jetzt hier einfach mal so ein Teil hinbaue, ist ja nur ein temporäres. Ich weiß nicht, ob das irgendwann verschwindet. Am besten hier hinten. Oder vielleicht wirklich, nee, zwischen die Steine hier, weil wenn das nicht verschwindet, dann. Oh, das habe ich schon gesetzt. Ja, wenn es nicht verschwindet, dann habe ich eben keine Möglichkeit, das abzureißen, wenn ich dann hier die Hütte draufsetze. So, dann hier. Ja, das Wasser ist jetzt tatsächlich neblig. Also so trüb eben, ne? Man muss schon ganz schön weit nach oben gucken. Boah, hier ist der Torso. Das hat sich das Viech nicht geholt. Ich frage mich auch, wie das so schnell von da unten hier hochgekommen ist. Und ich habe es ja erst nicht gesehen, plötzlich war das neben mir. Äußerst seltsam. Und hier am Strand könnten echt mal ein paar Lurche rum, wenn. Man ja immer gucken jetzt hier. Hab nicht mehr viel zu knabbern da. Genau, die Sticks brauche ich aber.
weiß jetzt nicht wie viel. Ach so, geht nicht mehr. Nee, das schwimme ich nicht durch. Das ist mir ein bisschen zu weit. Aber dann kann ich wenigstens schlafen, hoffe ich zumindest. Weil das ja doch noch mal ein Stückchen weit weg ist. Weil Anfang der Aufnahme habe ich ja... Na? Da habe ich ja begonnen, gerade weil ich da eben in der Nacht nicht durchschlafen konnte. So dass ihr die Action miterlebt hättet. Hätte es welche gegeben. Na gut, die hat sie dann auch so tagsüber gegeben. Was ist denn das für ein Geräusch? Ja geil, ein Hubschrauber oder ein Flugzeug, was mich abholt. Spiel gewonnen. Ich würde es sehr feiern. Dann müsste ich mir das hier so nicht mehr antun mit dem Überleben. Würde es aber natürlich weiterspielen. Aber ich glaube dann... Ja, man geht dann ein bisschen lockerer an die Sachen ran. Also für mich ist das eigentlich schon zu krass. Also nicht, weil es gruselig ist, aber wenn die dann plötzlich hinter mir stehen, das sind immer so Momente, da kann ich mich richtig erschrecken. So, ich hoffe, die reichen. Ich will die hier nicht zerstören, weil hier Bäume wachsen sollen. In meinem Lager. Immer der Blick wieder da nach oben, ne? So ein fettes, hässliches Vieh. Boah, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob hier irgendwie Haie unterwegs sind. Ich glaube, die können mir auch was. Aber ist ganz ruhig. Letztes Mal waren hier echt so bestimmt 5 bis 8 Stück. Jawohl. So, speichere ich jetzt mal hier. Und schlaf auch hier. Das mache ich mal mit euch noch, das Übernachten. Ist jetzt Aufgang oder? Nein, da hinten ist Licht. Sind die schon in meinem Camp drin? Ja, tatsächlich. Ist die Frage, wie viel sind das, ne? Ich habe nichts, um da hinten rüber zu schießen. Also was ich auf jeden Fall mache, ist dann auf der Brücke sowas wie eine Tür, dass die da, also vielleicht direkt in der Mitte der Brücke eine Tür, dass die gar nicht erst weiter hierher kommen. Und ich muss mal nachgucken, was diese Effigies bringen, weil ich habe echt das Gefühl, dadurch sind die tatsächlich mehr hierher gekommen. Ja, es ist mitten in der Nacht. Ich probier's mal weiter. Okay, jetzt konnten wir durchschlafen. Gut, dann danke ich erstmal fürs Zuschauen in dem Part. Wenn er euch gefallen hat, bewertet ihn. Boah, ich bin wieder durstig. Ja, das war's. Komm. Sind die denn jetzt komplett weg da vorne? Ich hoffe es. Kannst du nicht unter Wasser hier trinken? Achso, Salzwasser, ne? Ja, finde es aber auch echt krass, ob ich das überhaupt noch schaffe. Ich muss sagen, ich finde es echt behindert, dass der nach jeder Nacht so einen Durst hat. Da muss ich mir da hinten ja auch noch so ein Teil hinbauen. Sonst wird es ja echt gefährlich. Das kann ich auch nicht abreißen hier, ne? Leider nicht. Okay, an dieser Stelle bedanke ich mich jetzt nochmal bei euch fürs Zuschauen. Wenn der Part euch gefallen hat, dann gebt eine Bewertung ab. Und dann sage ich mal haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.